Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Boom und Bust, der zweite Teil. Heute das Thema Inflation, Zentralbanken in der Krise. Wohin steuert unser Geld? Und da haben wir einen extrem validen Gast heute gewinnen können. Es ist Thomas Meyer. Ich will aber zunächst mal die klassische Besetzung hier vorstellen. Das ist natürlich Stefan Risse, ehemaliger NTV-Moderator. Hallo Stefan. Ja, hallo, grüß dich, Markus. Und natürlich in der Regie den leidgeplagten, aber gleichwohl auch heute wieder göttlich agierenden Dennis. Dennis, ich grüße dich. Hallo alle zusammen. Wunderbar. Herr Meyer, freut mich sehr, dass Sie da sind. Sie sind eine Koryphäe als Finanzökonom, wahrscheinlich der maßgebliche Finanzökonom in Deutschland. Und das Thema Zentralbanken in der Krise, jetzt natürlich so ein bisschen überschattet durch das, was in der Ukraine passiert. Lemberg, 900 Kilometer von Berlin, Kiew, 1300 Kilometer etwa von Berlin. In welcher Situation trifft uns jetzt diese Eskalation der Krise in der Ukraine? Ja, Putin hat wahrgemacht, was Joe Biden schon seit einigen Tagen voraussagt, also eine volle Invasion in die Ukraine. Und ich denke, dass das dazu führen wird, dass sich das Klima natürlich zwischen Russland und dem Westen deutlich verschlechtert. Das bedeutet aber auch, dass wir, wenn wir das jetzt auf die Wirtschaft und auf unser Thema Inflation beziehen, das bedeutet, dass die Energiepreise weiter nach oben gehen werden. Das wird die Inflationsimpulse noch verstärken, die wir sehen. Es scheint auch zu bedeuten, dass eine Bewegung bei den Finanzmärkten in sichere Häfen in Gang kommt. Das heißt also, der Euro könnte tendenziell gegenüber dem Dollar schwächer werden, was noch eben eine zusätzliche Unterstützung der inflationären Tendenzen mit sich bringen könnte. Gleichzeitig ist aber auch die Europäische Zentralbank in einer schwierigen Situation, denn sie haben auf der einen Seite die Preisimpulse dieser bedrohlichen geopolitischen Entwicklung. Auf der anderen Seite haben sie aber auch negative Effekte auf die Wirtschaft. Die Leute werden wohl vorsichtiger werden. Es könnte sein, dass eben auch durch möglicherweise Knappheit von Energie die Angebotsmöglichkeiten der Industrie eingeschränkt werden. Das heißt also, das Ganze erinnert ein bisschen, man muss immer vorsichtig sein mit historischen Vergleichen, aber es erinnert so ein bisschen an den Ölpreisschock der frühen 70er Jahre. Da war das Kriegsgeschehen weiter weg. Das war der Yom Kippur-Krieg zwischen Israel und den arabischen Ländern, was eben dazu führte, dass die Energiepreise nach oben schossen und wir gleichzeitig damals eine Rezession hatten bei steigender Inflation, was damals dann im weiteren Verlauf der 70er Jahre dieses Wort der Stagflation geprägt hat. Ich weiß natürlich nicht, wie die Dinge sich weiterentwickeln werden. Man muss sehr vorsichtig sein, wenn man geschichtliche Bezüge herstellt. Aber momentan liegt so ein bisschen was in dieser Richtung in der Luft. Sie haben ja auch, und das habe ich in der Vorstellung noch nicht erwähnt, aber Sie sind ja nicht nur Ökonom, sondern Sie sind auch wirklich in der Finanzindustrie gewesen. Sie waren bei Salomon Brothers, Sie waren bei Goldman Sachs. Sie waren dann bei der Deutschen Bank natürlich auch Chefvolkswirt, sind jetzt bei Flossbach von Storch. Also Sie kennen auch die Praxis. Viele Ökonomen sind ja, ich sag mal, reine Akademiker, die mit den Handelsräumen relativ wenig zu tun haben. Dementsprechend haben Sie natürlich vielleicht auch einen anderen Blick jetzt auf dieses ganze Geschehen. Sie haben damals zum Beispiel, ich glaube, es war bei Goldman Sachs, haben Sie in Ihrem neuen Buch auch wunderbar beschrieben, mussten Sie vorhersagen, was die Bundesbank macht und waren dann immer ganz nervös, wenn die Bundesbankentscheidung kam und sagten, ich fühlte mich da wie so ein Torwart vorm Elfmeter. Also man springt zur linken oder zur rechten Seite. Man kann das eigentlich nicht prognostizieren. Und wenn Sie recht hatten, dann sind Sie stolziert durch das Büro. Und wenn Sie nicht recht hatten, dann haben Sie sich verkrochen. Aber keiner hat eigentlich wirklich erwartet, dass man das vorhersagen kann.
Dementsprechend natürlich auch schwierig, jetzt vorherzusagen, was macht denn die EZB? Wie reagieren die Notenbanken auf diese Geschichte, die ja ohnehin in einer extrem schwierigen Situation sind, wie Sie schon vorhin angedeutet haben. Man hat die Zinsen runtergenommen, man kann also die Zinsen nicht mehr senken, müsste die Zinsen eigentlich deutlich nach oben bringen angesichts der inflationären Zahlen. Welche Auswirkungen erwarten Sie jetzt? Wird die Fed, vor allem die Fed, die ja eigentlich eine hawkische Wende vollzogen hat, innerhalb eines monetären Klimawandels, kann man sagen, der eigentlich mit der Nominierung von Powell durch Joe Biden da passiert ist, wird das so weitergehen und wird vielleicht für die Märkte das sogar bedeuten, ja, wenn diese Lage da eskaliert in der Ukraine, dann wird die Fed ganz anders agieren. Wir gehen jetzt mal nach oben, weil unsere Liquidität nicht versiegt durch Bilanzreduzierung etc. Ist das eine Option, die Sie auch sehen? Also man muss ja sehen, dass die Zentralbanken heute anders sind als die Bundesbank damals, als ich als Bundesbank-Watcher bei Salomon Brothers 1990 angefangen habe. Da war ja auch so ein bisschen das Ziel der Bundesbank, die Finanzmärkte auf dem falschen Fuß zu erwischen. Denn die Idee war, dass die Finanzmärkte sich ihre eigene Meinung über den langfristigen Zins bilden sollten und die Zentralbank eben nicht Vorgaben geben sollte. Und deshalb hatte ich dieses Gefühl des Torwarts beim Elfmeterschießen, weil die immer wieder überraschen wollten, weil sie sagten, wir machen das Gegenteil von Forward Guidance. Jetzt haben wir ja auch heute Zentralbanken, die sich ja bis vor kurzem eigentlich darin gefallen haben, den Märkten möglichst die Zinspfade vorzuzeichnen. Forward Guidance, dann in der Federal Reserve ging es so weit, dass man sogar die Prognosen der Entscheider, also der Mitglieder des Federal Open Market Committee, veröffentlicht hat, diese berühmten Dot-Plots. Da wollte man eigentlich dem Markt so ein bisschen das Zinsrisiko abnehmen, sodass sich die Leute alle dort entspannt bewegen konnten. Nun hat man aber die Erfahrung gemacht, dass diese Forward Guidance nicht belastbar ist. Denn diese Zinspfade, die man da abgeleitet hat für die Zukunft, die wurden ja wiederum herausdistilliert aus ökonomischen Modellen, mit denen man die Inflation vorhersagen wollte. Und dann konnte man sehen, so die Inflation in 1, 2, 3 Jahren geht dorthin, wenn wir unsere Zinsschraube über diese Zeit dort und dort und dorthin drehen, dann erreichen wir ein wunderbares Gleichgewicht. Diese Welt der Zentralbanken, die noch bis letztes Jahr, in das Jahr hinein, ich würde sogar sagen, bis gegen Ende des Jahres da war, wo die glaubten, sie könnten so operieren, die wurde brutal zerstört. Die wurde zerstört dadurch, dass sich die Inflation aus diesen Modellen heraus als unberechenbar erwiesen hat. Die Modelle waren nicht in der Lage, den ganzen komplexen Prozess der Inflationsentstehung abzubilden. Vor allem waren sie komplett blind über die Geldschwemme, die man erzeugt hat während der Pandemie. Das war so die erste Überraschung der Zentralbanken. Und da hat man die Forward Guidance eingezogen. Man hat gesagt, so, also wir sagen jetzt nicht mehr, wohin die Zinsen gehen. Wir fahren mehr oder weniger auf Sicht. Was wir jetzt zusätzlich an Komplikationen gesehen haben, ist, dass die Unsicherheit über die Inflationsentwicklung jetzt auch noch zusätzlich verstärkt wird durch die Unsicherheit über diesen geopolitischen Konflikt. Das ist ein sehr unübersichtliches Gemengelage, in dem die Zentralbanken jetzt operieren. Und meine Erwartung wäre, aber wie gesagt, das ist alles jetzt im Fluss, die Dinge sind im Fluss, man weiß nicht genau, wohin sie gehen. Meine Erwartung wäre, dass in solchen Situationen die Zentralbank jetzt eher mal vorsichtig agieren, keine abrupten Bewegungen machen, denn man weiß ja nicht, was dominiert. Dominiert jetzt der inflationäre Impuls oder dominiert der rezessive Impuls für die Wirtschaft? Und deshalb denke ich, dass die Zentralbanken einfach mal ein bisschen sich zurücknehmen werden und eher darauf schauen, wohin die Reise geht. Konkret heißt das, dass die Fed, die ja für den März schon einen Zinsschritt angekündigt hat, wahrscheinlich den Zinsschritt eher auf der kleinen Seite halten würde. Und diese viel spekulierten 50 Basispunkte wären dann vielleicht doch ein Schnaps zu viel. Die EZB
hat nur mal so ein bisschen angedeutet, dass sie sich vielleicht in der mittelfristigen Zukunft auch vorstellen könnte, dass sie die Geldpolitik etwas straffen könnte. Ich glaube, dass auch das kommt noch mal auf den Prüfstand. Sie sind halt jetzt wir wirklich zwischen Hammer und Amboss. Ne? Das ist also die Inflation, aber gleichzeitig die Sorge um die Realwirtschaft. Be like me. Join XTB. Ja, ich glaube, Herr Mayer, der große Unterschied so nach der Finanzkrise zu Pandemiebekämpfung ist vor allem der, und das meine ich, hat die Notenbank unterschätzt, dass es eben auch diesen massiven fiskalischen Impuls gegeben hat. Also wenn man nach der Finanzkrise haben die Notenbanken im Grunde erst mit dieser sehr unorthodoxen Geldpolitik angefangen, nämlich Staatsanleihen aufzukaufen und damit letztendlich Staatsfinanzierung zu betreiben. Aber man hat das halt nicht so direkt weitergereicht an den Konsumenten draußen. So, und dann hat man aber ja, so 11 Jahre, ja, 2008 bis die Pandemie war 2020, 12 Jahre lang gemerkt, ja, also man kann das machen. Man kann da Anleihen aufkaufen, massenhaft, und Inflation gibt es nicht. Bei den Japanern, die haben es am allerschlimmsten getrieben, gab es auch keine Inflation. Und dann hat man sich, glaube ich, nach der Pandemie sehr sicher gefühlt und gesagt, komm, da geht auch noch mehr, denn die Aufkaufgeschwindigkeit war da ja so, dass die teilweise am Tag in der Pandemie, also zur Hochzeit der Pandemie, so viel aufgekauft haben wie vorher pro Monat in diesen Programmen, die wir gesehen haben. Nur was man eben völlig überschätzt hat, waren die negativen Einflüsse auf die verfügbaren Einkommen in den USA. Die sind überhaupt nicht so stark eingebrochen, wie man gedacht hat, was auch daran lag, dass eben die unteren Lohngruppen entlassen wurden, die oberen eher nicht. Die bekamen dann noch Corona-Bonus dazu. Das haben wir auch in Deutschland alles erlebt in den Firmen. Und man hat den Amerikanern ja dann über diese Hilfschecks so viel Geld in die Hand gegeben. Die verfügbaren Einkommen wären ohne Pandemie nie so stark gestiegen. Also viel zu viel Nachfragepotenzial plötzlich in den Händen von Konsumenten und dann die gestörten Lieferketten, die vorherigen Produktionsausfälle. Und jetzt ist eben die Inflation da und das ist immer das Problem, die dann wieder zurückzukriegen in die Dose, wie man bei der Pandora so schön sagt. Genau, ich sehe das so ähnlich wie Sie. Ich würde allerdings da zwei Phasen der Geldpolitik unterscheiden. Da war die erste Phase nach der Finanzkrise. Die Finanzkrise war eine Bankenkrise. Ich habe das damals erlebt im Handelssaal der Deutschen Bank in London. Da trocknete auf einmal die Liquidität weg. Ich saß da hinter den Geldmarkthändlern und auf einmal war nichts mehr da. Denn die Banken trauten einander nicht mehr, sodass Interbankkredite kaum mehr möglich waren. Und wenn kein Interbankkredit möglich ist, dann kann ohne Zentralbankhilfe eine Überweisung nicht mehr stattfinden. Denn sie verlieren ja die Einlage an die andere Bank und müssen dann die Lücke auf ihrer Passivseite über Interbankkredite wieder füllen. Wenn sie aber keinen Interbankkredit kriegen, können sie das Geld nicht mehr überweisen. Also so die Finanzmärkte waren so praktisch am Kolbenfresser dran. Und da haben die Zentralbanken dann Zentralbankgeld in das System geschüttet, sodass sie dann besichert diese Einlagen überweisen konnten. Das heißt, sie gaben der anderen Bank die Einlage, was eine Verpflichtung ist, zusammen mit dem Asset, dem Zentralbankgeld, das sie sich besorgt haben von der Zentralbank gegen Assets, sagen wir mal, unterschiedlicher Qualität. Was jetzt da passierte, war, dass die Zentralbanken natürlich über die Versorgung des Systems mit Zentralbankgeld die Zinsen nach unten gedrückt haben. Und das ging raus an die Nichtbanken, also an die Bürger, dieser Zinseffekt. Aber der Geldeffekt, der blieb im System. Denn wir brauchten praktisch wie ein Motor, der Ölverlust hat, wir brauchten das Öl. Jetzt hatten sie durch die tiefen Zinsen nach der Finanzkrise, da konnten sich Leute, die bei den Banken sagen, ich bin kreditwürdig, ich habe ja eine Sicherheit, ich hole mir jetzt einen Kredit raus, der ist günstig. Und jemand, der einen Kredit holt, der kauft sich vermutlich Vermögenswerte. Und insofern sind dann in dieser Runde aufgrund der Niedrigzinsen sind die Vermögenspreise gestiegen. Die Leute haben Immobilien gekauft, die Unternehmen, die auch günstiger an Kredite rankamen, haben Aktien zurückgekauft. Und dann hatten wir das, was ich eine Vermögenspreisinflation nenne in dieser Phase. Mit der Pandemie sind wir in eine neue Phase eingetreten.
Früher haben die Zentralbanken Anleihen gekauft, um die Zinsen niedrig zu drücken, aber dieser Anleihekauf wurde nicht dadurch gedeckt, dass der Staat im gleichen Maße mehr Anleihen ausgegeben hatte. Jetzt in der Pandemie sahen wir die Verschmelzung von Geld- und Fiskalpolitik. Die Amerikaner nennen das Modern Monetary Theory, aber das ist, wie ich immer sage, weder modern noch eine Theory, das ist nur monetary. Das heißt also, die Zentralbanken haben Anleihen aufgekauft, die der Staat ausgegeben hat, um dann die Verdienstausfälle für seine Bürger zu kompensieren. Jetzt hatten sie diese Verbindung von Geld- und Fiskalpolitik, sodass das Geld jetzt tatsächlich an den Otto-Normalverbraucher rauslief, was es vorher nicht tat. Und sie hatten ja darauf hingewiesen in den USA, dass das verfügbare Einkommen sich gut gehalten hat. Wenn man das von der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung her betrachtet, sorry, ich bin ja der Ökonom, dann sehe ich, dass hier habe ich ein volkswirtschaftliches verfügbares Einkommen der Haushalte, das hieß oben. Hier habe ich das Bruttoinlandsprodukt, das ist abgesackt. Dazwischen liegen die Transferleistungen des Staates. Wenn Sie diese Transferleistungen des Staates dann rübernehmen in den Staatssektor, sehen Sie, dass diese Transferleistungen des Staates finanziert wurden durch ein höheres Defizit des Staates. Wenn Sie dann weitergehen und die Geldflüsse anschauen, dann sehen Sie, dass das Defizit durch Gelddrucken der Zentralbank finanziert wurde. Und durch diese Verbindung der Geldpolitik mit der Fiskalpolitik haben Sie eine Geldschwemme erzeugt, der keine entsprechend höhere Produktion gegenüberstand. Und dieser Geldüberhang, der da ist, also ich schätze für die Eurozone auf etwas mehr als 30%, in den USA dürfte sogar noch größer sein, dieser Geldüberhang, der hängt jetzt da und rutscht so nach und nach in die Wirtschaft rein. Die Leute haben das in der Pandemie haben sie das Geld, das sie zur Verfügung hatten, genutzt, um online Güter zu bestellen. Wenn die Lockdowns runterkommen, wird man wieder mehr reisen, mehr ausgehen. Das heißt, es gibt dann eine Nachfrage nach Dienstleistungen. So fließt das Geld rein. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, diese erneute Unsicherheit, der Krieg, Russland, Ukraine, hält es die Konsumenten jetzt nochmal zurück? Hält die Welt sozusagen nochmal die Luft an? Das ist, glaube ich, die Frage, die jetzt spannend sein wird, wenn die Zentralbanken sich treffen. Aber es könnte ja sein, dass die Leute jetzt sagen, Mensch, also wenn da Krieg ist, dann werden die Energiepreise teurer, alles wird teurer, also dass die Inflationserwartung nach oben geht und sie dann jetzt schnell noch konsumieren wollen, sodass dann eben die Zentralbanken noch weiter unter Druck kommen. Und ich finde, die Parallele zur Finanzkrise ist ja, damals gab es ja Algorithmen der Banken, die gesagt haben, also es besteht eigentlich kein Risiko, weil wir ja das Risiko verteilt haben auf viele Schultern. Und es gab Algorithmen, die gesagt haben, also so ein Event wie die Finanzkrise, Wahrscheinlichkeit 1 zu 3,5 Milliarden. Diese Modelle waren falsch, weil sie von den offenkundig falschen Prämissen ausgingen, nämlich wenn ich Risiko verteile über viele Schultern, dann ist es nicht mehr da. Und das hatten Sie ja vorhin beschrieben in dem, was Sie sagten, plötzlich war die Liquidität weg, weil keine Bank mehr der anderen traute. Jetzt haben wir eine ähnliche Situation mit der Falscheinschätzung von Inflation, weil man eben nicht kapiert hat, dass diese Geldmengenausweitung letztendlich in die Wirtschaft fließt, in die Realwirtschaft fließt. Und jetzt muss man eigentlich voll auf die Bremse treten, hat aber die Situation, dass die Bewertungen der Vermögenspreise, sowohl Immobilien als auch Aktien, so hoch sind, dass man auf der anderen Seite, wenn man jetzt zu stark auf die Bremse treten würde, eben einen Crash dieser Vermögenspreise riskiert mit einem Absacken der Wirtschaft in die Rezession. Richtig. Also Pest oder Cholera, was tun? Und das ist sozusagen jetzt diese, deswegen auch der Titel Zentralbanken in der Krise, zeigt ja dieses absolute Dilemma, in dem man jetzt ist und aus dem es irgendwie keinen Ausweg zu geben scheint, weil was man auch tut, es ist immer schmerzhaft. Ja? Also entweder bekämpfe ich die Inflation und wahrscheinlich muss die Fed das tun, weil sonst die Hälfte der Amerikaner aus dem Konsum rauskippt, die so gerade so von der Hand in den Mund leben, von Paycheck zu Paycheck. Sehen Sie da eine Alternative, was die Zentralbank tun könnte? Wir wollen nachher auf Ihren Lösungsvorschlag auch nochmal zu sprechen kommen. Sie haben da etwas entworfen, wie das eigentlich sein könnte. Aber wie würden Sie das jetzt einschätzen? Welchen Weg gehen jetzt die Zentralbanken?
Also wir befinden uns jetzt ganz am Anfang des Lernprozesses. Entschuldigen Sie, wenn ich jetzt gerade noch mal einen kurzen Rückblick in die Geschichte bringe. Aber wir hatten in den 70er Jahren eine ähnliche Situation, hatte ich ja schon angedeutet, Ölpreisexplosion. Und die Zentralbanken waren da auch nicht darauf vorbereitet. Man hatte auch die Geldmenge aus dem Gesichtskreis verloren. Man redete damals Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre ganz ähnlich wie heute. Man argumentierte mit der sogenannten Phillips-Kurve, also man erklärte die Inflation aus der Realwirtschaft heraus. Und man hatte die Geldmenge gar nicht auf dem Radarschirm. Im Verlauf der 70er Jahre lernte man dann, dass diese Geldschaffung enorm wichtig war, ein enormer Inflationstreiber. Und das begründete dann auch den Aufstieg der sogenannten Monetaristen, die zunächst sich mal in den Universitäten stärker Gehör fanden. Damit meine ich Milton Friedman und andere, die dann aber eigentlich wieder eine uralte Inflationstheorie aufgegriffen haben, die schon so aus dem Mittelalter stammt, als man damals im 16. Jahrhundert, das ist nicht mehr ganz Mittelalter, Anfang der Neuzeit, als man merkte, es kommt mehr Gold aus Südamerika nach Europa, mehr Gold, mehr Geld, also knappere Ware relativ zum Geld, die Preise stiegen. Das ist die sogenannte Quantitätstheorie, uralt. Die buddelte man dann in den 70er Jahren wieder aus, zuerst an den Universitäten, Friedman, und dann fand diese Idee Eingang in die praktische Geldpolitik. Die Bundesbank fing damit an mit Geldmengenzielen, war aber eine relativ kleine Bank, global gesehen. Der wirkliche Elefant im Raum war damals wie heute die Federal Reserve. Und diese Idee der Geldmengenbegrenzung kam dann in die Federal Reserve rein mit Paul Volcker, dem damaligen FOMC-Chairman. Und Volcker stoppte die Inflation mit einem brutalen Hammerschlag. Er riss die Fed Funds Rate auf 20% hoch Anfang der 80er Jahre. Das führte dazu, dass die 10-jährige Treasury auf 16% stieg. Undenkbar heute, denn damals war es gerade noch möglich, denn da war zum Beispiel die Staatsverschuldung der USA 30% des Bruttoinlandsprodukts, genau. Heute sind wir über 100. Damals hatte man eine harte Rezession, aber der Finanzsektor blieb intakt, weil die Verschuldung so viel niedriger war. Man konnte das überleben. Schauen wir das jetzt an, dann sehen wir wieder, das Lernen über den Inflationsprozess beginnt gerade erst. Zentralbanker wie Herr Lane und so weiter, die sehen jetzt, damit meine ich Philipp Lane, den Chefökonom der EZB, die sehen jetzt, dass ihre Modelle vielleicht doch nicht ganz so gut waren und beginnen jetzt zu lernen. Ich glaube, dass wir dann noch einen ziemlichen Lernprozess vor uns haben, in dem die Inflation hoch bleibt. Und wenn dann die Frage kommt, was tun wir jetzt, ist die Volcker-Lösung nicht auf dem Tisch. Sie haben diese Lösung nicht mehr. Das heißt also, man wird für eine ganze Zeit wohl höhere Inflation tolerieren müssen, wird auf bessere Zeiten hoffen, wird darauf hoffen, dass etwas kommt, was einen wieder rettet. Wenn das nicht kommt, dann laufen wir tatsächlich in eine Krise unseres Fiat-Kreditgeldsystems hinein. Die gab es schon Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, aber damals war die Rettung, die Stabilisierung dieses Systems durch diese brutale Geldpolitik noch möglich, heute nicht mehr. Ja, der Punkt ist natürlich, dass wir unglaublich viel Geld angesammelt haben. Ja, das hat ja nicht erst begonnen, wenn man so will, ab der Finanzkrise, hat ja noch vorher begonnen, dass die Geldmenge immer überproportional gestiegen ist zum Bruttoinlandsprodukt. Parallel dazu sind die Zinsen eben immer weiter gefallen, weil wir keine Inflationsraten hatten. Und so hat sich jetzt diese massive Verschuldung aufgebaut. Nur, wir haben ja schon drüber geredet. Die Pandemie hat jetzt, weil man wirklich erstmals so richtig dieses, was Ben Bernanke immer ins Spiel brachte, dieses Helikoptergeld ausgeschüttet hat. Das Geld ist an den Finanzmärkten, aber wir wissen auch, es ist ja nicht gleich verteilt unter den Konsumenten, sondern es ist natürlich bei großen Kapitalsammelstellen, wo mir noch so ein bisschen die Fantasie fehlt, dass das alles jetzt quasi direkt in die Realwirtschaft fließt. Warum ich nicht glauben würde, dass wir da jetzt einen massiven Inflationsanstieg bekommen. Und ich bin völlig bei Ihnen. Ich glaube, das ist der Masterplan unabgesprochen, weil er auch in der Geschichte, wie nach dem Zweiten Weltkrieg gut funktioniert hat, so sind die Amerikaner von den Kriegsschulden runtergekommen. Man hofft, dass wir mit den Inflationsraten irgendwo bei 4-5% bleiben und dass das nicht ausufert. Und wenn das der Fall ist,
dann wird es tatsächlich so laufen, dass man versucht, über Jahre über diese erhöhten Inflationsraten zu entschulden. Was dann allerdings nicht passieren darf, ist, dass ich ständig wieder eine neue Krise habe, wo ich immer wieder neue Schulden machen muss, die ich ja dann zu heutigen Preisen quasi aufnehmen muss. Und da ist so ein bisschen der Unterschied, glaube ich, zu der Zeit nach dem Krieg, wo wir ein höheres Wachstumspotenzial hatten. Also das ist schwierig bei der Umsetzung dieses Planes. Und wir wissen natürlich nicht, ob die Inflation nicht dann doch überschießt in Richtung 10% und noch mehr und die Notenbanken irgendwann zu dem Schluss kommen, jetzt ist Inflationsbekämpfung wichtiger, als die Wirtschaft vor einer schweren Rezession zu schützen. Und wenn das der Fall wäre, dann müsste man doch die Volkerpolitik machen, aber mit viel erheblicheren Schäden. Auch damals gab es ja eine Rezession, aber dann wären die Schäden eben noch viel, viel größer als damals. Aber dann hätten wir diese Katharsis dann auch irgendwann hinter uns. Und wir können eigentlich alle nur hoffen, und ich glaube, die Zentralbanker hoffen auch alle nur, die wissen es nicht besser als wir, dass es halt nicht nach oben ausufert, sondern dass wir uns irgendwie mit 4-5% und einigermaßen viel Wachstum die nächsten 10 Jahre rumschlagen. Die Anleger, die klug genug sind, in Sachwerte umzuschichten, für die ist es wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Die Arbeitnehmer, sofern die Löhne mitsteigen, wovon ich ausgehen würde, in den unteren Lohnbereichen ist das absolut notwendig. Sonst haben wir echte soziale Probleme und auch eine Verstärkung noch der politischen Spaltung. Die dürften mitsteigen, aber für all die Anleger, und das sind in Deutschland eben immer noch über 50% der liquiden Geldvermögen, die in festverzinslichen Anliegen, also Sparbüchern, Termingeldern etc. liegen, für die bahnt sich halt ein Drama an, wenn sie das Geld nicht in Sachwerte umschichten, wozu aber eben nicht nur Gold und Immobilien, sondern auch Aktien gehören. Ja, in der Tat. Ich glaube, das Problem ist, dass die Zentralbanken der Illusion der Kontrolle unterliegen. Sie hatten ja schon in den 90er Jahren, fing das an mit Inflation Targeting, hatten sie so diese Illusion, sie könnten die Inflation exakt steuern. Wie man sagt, wenn man so Elektrizität einspeist in ein System, mal mehr, mal weniger, die Heizungsregler aufdreht oder runterdreht. Und sie meinten, sie könnten damit die Inflation bei 2% oder knapp 2%, je nachdem, halten. Das ist ihnen damals misslungen. Wir waren in einer Zeit, in der die Inflation aus realwirtschaftlichen Gründen, Globalisierung, technischer Fortschritt und so weiter, sehr tief war. Sie haben den Regler immer höher gedreht, versucht, die Inflation zu erzeugen und haben damit diese Verschuldung begünstigt, ja, weil die Finanzierungskosten durch diese Politik natürlich sehr, sehr, sehr niedrig waren. Ich glaube nicht, dass nachdem die Zentralbanken jetzt ja beinahe schon 20, 30 Jahre gezeigt haben, dass sie die Inflation nicht kontrollieren können, dass sie die in den nächsten 10 Jahren kontrollieren können. Ich sehe da keinen Grund dafür, für die kommenden 10 Jahre optimistischer zu sein, als sie es gezeigt haben in den letzten 30 Jahren. Deshalb halte ich die Wahrscheinlichkeit für nicht gering, dass ihnen das Ding außer Kontrolle läuft. Und ich glaube, Herr Fugmann hat es schon angesprochen, der Schlüssel hier sind die Inflationserwartungen. Wir sind jetzt gerade dabei, die ersten beiden Runden der Inflation zu sehen. Ich habe als früher mal gelernt, als Bundesbank-Watcher, die Bundesbank hat es immer so den Leuten erklärt und ich habe das halt auch mit aufgenommen und gelernt. Es gibt so 3 Effekte. Es gibt der erste Effekt, der Anstoß, das war gesagt aus den 70er Jahren, das ist dann, dass die Rohstoffpreise steigen, dann steigt der Konsumentenpreisindex. Sieht man schon. Ne? Dann kommt der zweite Effekt. Die höheren Rohstoffpreiskosten werden jetzt in die Produktpreise eingepreist, weil die Unternehmen höhere Kosten haben und die in die Preise überwälzen müssen. Dann haben die Zweitrundeneffekte. Und dann kamen die berühmten Drittrundeneffekte, wo dann die Arbeitnehmer sagten, aber mein Lohn reicht nicht mehr, um meine Dinge zu kaufen. Also brauche ich Lohnerhöhungen. Das waren die Drittrundeneffekte. Und dann waren die Unternehmen damit konfrontiert, diese 3 Kostensteigerungen, Rohstoffe, Zwischenprodukte und dann Löhne in die Preise überzuwälzen. Und wenn der Geldmantel für die Wirtschaft groß genug war, dann konnte man das tun. Und ich glaube, dass wir jetzt in diesem Prozess gerade drin sind. Wir haben die 2 Runden schon gesehen, nämlich die Rohstoffpreise und die Fertiggüterpreise steigen jetzt, wenn Sie sich den Produzentenpreisindex Deutschland anschauen, plus 25%, die höchste Rate jemals, seit dieser Index
kalkuliert wird. Und jetzt kommen kommt die Lohnrunde. In den USA sehen Sie das schon, da sind ja die Löhne, die Arbeitsmärkte dezentral organisiert, da gibt es die Lohnverhandlungen auf Betriebsebene, da ist schon einiges im Gang. Bei uns kommen die Gewerkschaften enorm unter Zugzwang. Die Tariflöhne steigen immer noch mit Raten von etwa 1,5%. Die Inflationsrate läuft bei 5. Das heißt also, wir kriegen dieses Jahr ordentliche Lohnsteigerungen. Die Regierung gibt ja den Takt vor mit dem Anstieg des Mindestlohns, ja, jetzt dann bald auf 12%. Ja. Wenn der auf 12% bis Ende des Jahres geht, dann muss ich doch als IG Metall sagen und andere oder Verdi, aber meine Leute brauchen doch auch diesen Ausgleich. Und dann läuft das System praktisch außer Kontrolle. Und das, glaube ich, fürchte ich, wird den Zentralbanken eben den Knüppel zwischen die Beine werfen in ihrer Strategie, die sie, glaube ich, richtig beschrieben haben, und schon die Absicht, durch sogenannte finanzielle Repression die Verschuldung runterzufahren, sodass man wieder etwas Spielraum bei den Zinsen hat. Nur fürchte ich halt, dass wir diese Zeit nicht haben, um das so schön wieder runterzufahren, indem man den Nominalzins unter der Inflationsrate hält und dann wird alles wieder etwas besser. Da bräuchten wir die mindestens 10 Jahre und ich glaube nicht, dass die haben, weil das System wird viel schneller praktisch den Inflationsdruck aufbauen. Das heißt, die Rechnung mit höheren Inflationsraten, die werden nicht irgendwo in dem Bereich 4-5% sich einpendeln, sondern Sie meinen, es geht deutlich höher oder Sie meinen, es wird das Wachstum fehlen und es werden immer wieder neue Schulden dazu aufgehäuft. Wobei man auch da wieder, glaube ich, lernen kann aus der Vergangenheit, dass die Inflation sehr volatil sein wird, bleiben wird. Wir haben in den USA ja schon 7,5% gesehen. Das kann man wieder runtersacken auf, ich weiß es nicht, 5 vielleicht oder vielleicht sogar drunter 4. Und dann sagen alle, ach, es war doch gut, wunderbar. Und dann schießt es wieder nach oben mit der nächsten Welle. Was wir halt gesehen haben in solchen Situationen, in der wir uns jetzt befinden, dass nicht nur das Wachstum im Schnitt niedriger bleibt, weil die Wirtschaft mit der Anpassung zu kämpfen hat, an höhere Rohstoffpreise. Wir haben noch viele andere Anpassungen, die wir noch bewältigen müssen. Digitalisierung, grüne Transformation. Da kämpft die Wirtschaft damit und da wird das Wachstum niedriger bleiben. Die Inflation, wie gesagt, ist höher, weil wir diesen riesen Geldmantel haben, in den wir reinwachsen. Und das Ganze wird verbunden mit hoher Volatilität. Und diese hohe Volatilität ist auch so ein bisschen Nebel. Ne? Weil es geht mal rauf, es geht mal runter. Und dann geht es, wenn es mit der Inflation mal runter geht, dann sagt man, ist doch eigentlich gar nicht so schlimm. Wenn es mit der Wirtschaft mal wieder hoch geht, sagt man, ist eigentlich gar nicht so schlimm. Dann kommt die Gegenbewegung. Ach, es ist ja doch so schlimm. Und deshalb glaube ich, dass wir da noch einen längeren Lernprozess vor uns haben. Und ich fürchte, ich möchte ja nicht die Cassandra sein und ich bin auch wirklich, wirklich kein Anhänger der Crash-Propheten. Aber ich fürchte, dass wir die Kontrolle über diesen Prozess vermutlich nicht mehr wieder kriegen werden, sondern dass wir am Ende uns überlegen müssen, wie wir mit dieser Schuldenproblematik anders umgehen als durch dieses schöne Abschmelzen nach Plan. Ja, und dann wird es wirklich interessant werden. Aber das ist eine Frage, die, glaube ich, noch in der Zukunft liegt. Das war ziemlich viel Stoff. Und damit ihr euch ein bisschen erholen könnt, machen wir eine ganz kurze Pause. Darin eine Werbung unseres Sponsors XTB, der diese Sendung, dieses Format ja erst ermöglicht hat. Und da kann man zum Beispiel Aktien ohne Provision handeln. Wir sind also gleich wieder da. Servus, bis gleich, ciao. An den Finanzmärkten bietet jeder Augenblick eine Möglichkeit. Bleiben Sie auf dem Laufenden. Analysieren Sie die Situation. Wählen Sie Ihre Strategie. Und handeln Sie, egal wo Sie sind, so wie Sie möchten. Mit vollem Zugriff auf alle relevanten Daten und den wichtigsten Trading-Tools. Alles, was wir tun, ist darauf ausgerichtet, Sie zu unterstützen. XTB. Zeit zu handeln. Also wir haben jetzt ja Notenbanken, die eigentlich schon einen kompletten Kontrollverlust haben, aber so tun,
wenn man sich Frau Schnabel anhört, die dann sagt, ja, also wir werden dann auf 2% runterkommen, deswegen könnten wir jetzt aufhören, Quantitative Easing zu betreiben. Also da werden Marken von 2% in den Raum, also praktisch das Inflationsziel der EZB, wo alle wissen, eigentlich ist das ja schon totaler Quatsch. Ja? Also dass das nicht funktionieren wird, ist allen eigentlich klar. Das heißt, wir kommen aus einer Situation, Fed-Put, praktisch der Glaube der Märkte an die Allmacht der Notenbanken. Das waren ja wie Götter, Greenspan, da hat man sich interessiert, welche Tasche hat er heute. Also wie sozusagen, man hat ihn fast gesehen wie eine Gottheit und die Märkte konnten sich immer darauf verlassen, dass die Notenbanken, die Zentralbanken die Märkte gerettet haben. Jetzt werden wir wahrscheinlich vor einem psychologischen Prozess stehen, wo die Märkte sehen, die haben die Kontrolle verloren. Sie wissen es auch nicht besser und sie sind jetzt Gefangene ihrer eigenen Logik und müssten ja eigentlich einen Paradigmenwechsel machen. Aber das ist schwer. Wenn ich jahrelang etwas predige, dann kann ich nicht sofort sagen, also sorry, das, was ich euch die letzten Jahre erzählt habe, war alles Mist leider. Es ist leider doch anders gekommen. Und wir sehen ja an den Märkten jetzt schon mit dieser hawkischen Wende, mit diesem monetären Klimawandel vielleicht, seit Paul durch Biden neu nominiert wurde, dass da jetzt, seitdem ist der Wurm drin in den Märkten. Was passiert, wenn die Märkte realisieren, dass die Notenbanken keine Kontrolle mehr haben? Also dann ist doch erstmal das Entsetzen groß und vielleicht kommt im zweiten Schritt dann eben der Gedanke, ja gut, die können gegen die Inflation nicht ankämpfen, also müssen wir die Güterpreise und Aktien sind ja dann Sachwerte auch, die steigen dann noch weiter, weil die Inflation, die Notenbanken, die Zentralbanken die Inflation laufen lassen müssen. Und das hat aber auch psychologische Konsequenzen für die Menschen, die dann, wir haben ja jetzt schon eine Mittelschicht, die im Grunde von zwei Seiten attackiert wird. Das Ersparte bringt keine Zinsen und gleichzeitig steigen die Preise, die dann letztendlich die Leute finanziell unter Druck bringen. Auf der anderen Seite haben wir schon ein Prekariat, das sozusagen durch den Versicherungsstaat, wie Sie ihn bezeichnen, also durch eine Art Vollkasko-Mentalität, wo umverteilt wird vom Staat an die Bevölkerung, um so eine Art Sicherheitskokon zu bauen. Also da sind Verwerfungen eigentlich vorprogrammiert, weil man aus einer psychologisch ungünstigen Konstellation kommt, nämlich Kontrollillusion, jetzt Kontrollverlust. Die Leute spüren, die haben die Kontrolle verloren. Das schafft immer Unruhe. Also kann man da optimistisch sein? Also, sagen wir so, die Welt geht weiter. Die Welt hat schon viel gesehen, viel überlebt. Herr Risse hat das Stichwort schon gegeben. Ich glaube, dass der Bürger, der Mittelständler, der jetzt nicht, sagen wir mal, im Versicherungsstaat abgesichert wird, der Mindestlohnempfänger muss sich ja kann nicht allzu viel Gedanken darüber machen, vorausgesetzt, er hat seinen Job, ja, vielleicht sogar in irgendeiner staatlichen Anstalt. Da muss er sich ja über diese Dinge nicht allzu viel Gedanken machen. Der Mindestlohn wird ihm einen Inflationsausgleich bescheren, wenn man sich anschaut, wie hoch der steigt. Aber es ist eigentlich eher so der Bürger, der jetzt Ersparnisse angesammelt hat für schlechte Zeiten, der auf sich selbst gestellt seinen Lebensunterhalt verdient und jetzt kein Transferempfänger staatlicher Leistungen ist. Der ist derjenige, der gerade momentan unter Druck steht und der umdenken muss. Und ich denke, ja, insbesondere wir hier in Deutschland, wir müssen uns da neu, wie heißt das so schön, wir müssen umparken im Kopf. Also nominale Anlagen werden in dieser Zeit real abgewertet werden, ganz klar. Also Bankguthaben, Anleihen und so weiter, da ist man auf der Verliererstraße. Die Zinseinnahmen bleiben unter der Inflation, die Rückzahlung erfolgt mit entwertetem Geld. Also muss man rausgehen und sich seine Ersparnis in Sachwerte anlegen. Da hat man früher immer die Immobilien im Kopf gehabt, aber auch da muss man aufpassen. Auch der Staat greift dort ein, begrenzt die Spielraum für Mieterhöhungen, sodass eben die Inflation und auch die Kosten für den Immobilieneigner, Reparaturen und so weiter, Unterhaltskosten, dass die unter Umständen schon stärker steigen als die Mieten. Und insofern sind natürlich die globalen Aktienmärkte, Gott sei Dank, in unserer Zeit immer noch eine Möglichkeit, in Sachwerte zu investieren und sich damit etwas zu schützen. Denn die Unternehmen können ja ihre nominalen Dividendenzahlungen erhöhen, anders als der Coupon der Anleihe, die können ja steigen, wenn die Gewinne entsprechend steigen. Und die Gewinne können steigen, weil das Unternehmen
mehr verkauft oder weil es die Möglichkeit hat, höhere Preise am Markt durchzusetzen. Und diese beiden Punkte werden wahrscheinlich wichtig werden. Insofern muss also der Bürger muss da umdenken und muss sich mehr an Sachwerte orientieren. Da ist noch viel zu tun. Wie wir gerade schon besprochen haben, liegt noch enorm viel Geld auf den Sparkonten. Und im Übrigen ist natürlich auch der Bürger immer auch wieder mitgefangen in dieser Politik, in der die Nominalwerte leiden. Denn der eine, der andere hat vielleicht einen Teil seiner Altersversorgung in einer Pensionskasse oder er hat eine Lebensversicherung und der staatliche Regulierer zwingt diese institutionellen Investoren in die Anleihen rein. Ich habe schon den Begriff da benutzt, das sind die Finanzuntertanen unserer Zeit, die institutionellen Anleger, denen tut es im Herz weh, wenn ich mit denen spreche, ne, und sagen, ich muss aber das Geld da reinlegen. Ich weiß, dass ich da was tue, das ökonomisch wenig Sinn hat, aber der Regulator verlangt, dass ich es tue. Also auf der Seite, denke ich, müssen wir neu lernen, damit umzugehen. Und dann, glaube ich, wird sich auch was abspielen, was sich in der Vergangenheit auch immer wieder abgespielt hat. Wenn das Vertrauen in das offizielle, das staatlich emittierte Geld oder unter Staatslizenz emittierte Geld, sollte ich vielleicht besser sagen, wenn das verloren geht, dann suchen sich die Leute Alternativgelder. Das war in der Vergangenheit oft Gold, Silber. Wir sehen es auch jetzt. Der Goldpreis beginnt so langsam wieder, die Unsicherheiten wieder zu spiegeln, die sich da momentan aufbauen. Aber also, Bitcoin fällt interessanterweise. Bitcoin fällt interessanterweise als Risiko. Interessanterweise fällt es, aber ich würde es nicht abschreiben. Ich denke, dass letztendlich auch die Kryptos eine Rolle spielen können als Alternative zum Staatsgeld. Und ich denke, dass wenn wir tatsächlich diesen Prozess hier weitergehen sehen, wie wir ihn jetzt gerade skizziert haben, ich weiß natürlich nicht, ob das so sein wird, ich habe ja keine Glaskugel, aber was sich da so jetzt momentan abzeichnet, wenn dieser Prozess so weitergehen würde, Kontrollverlust, höhere Inflation, Vertrauen in die Werthaltigkeit des Geldes, dann kann es schon sein, dass die Bürger so nach und nach aus diesem Staatsgeld abwandern und sich alternative Mittel zur Wertaufbewahrung suchen. Viele tun das ja schon und letztendlich vielleicht sogar alternative Mittel zu Transaktionszwecken. Und da gibt es ja außerhalb der Bitcoin-Welt gibt es ja auch interessante andere Kryptowährungen, die auch einfach technisch eine immer größere Rolle spielen werden, weil sie als Zahlungssysteme eingesetzt werden in der Industrie und so weiter. Also da denke ich schon, dass sich da was auch in unserem Geldwesen verändern könnte. Und ich sag mal so, was die Anlagen betrifft, Flossbach von Storch, genauso wie wir von Arcadis, wir sind keine Egoisten. Wir helfen gerne, wenn es darum geht, das Geld in Sachwerte anzulegen, in Aktienfonds oder Mischfonds mit hohem Aktienanteil anzulegen. Also es gibt Lösungen. Also wir sind da ja durchaus sehr, sehr offen, auch praktische Hilfestellung zu leisten. Also Stefan, da kommt ein ganzer Humanismus natürlich zum Tragen. Ganz herzlichen Dank. Ganz schlechter Punkt. Ich möchte aber da noch was anfügen, da ich ja auch hier Mitglied eines Berufsverbands bin, des CFA Institute und da auch in der Deutschen Society mitarbeite. Ich glaube auch, und da sind wir uns einig, dass wir hier als jetzt mal Repräsentanten auch der Vermögensverwalter oder der Fondsindustrie, dass uns auch eine Pflicht zukommt, nämlich die Pflicht, als ehrbarer Kaufmann unseren Kunden gegenüber aufzutreten und ihnen bei der Lösung dieser Probleme zu helfen. Und ich betone das immer wieder und deshalb möchte ich das jetzt auch diese Gelegenheit wahrnehmen, dass wir als Leute, die in diesem in der Finanzwelt unterwegs sind, dass wir uns tatsächlich um unsere Kunden
kümmern müssen und deren Interesse voranstellen und als ehrbare Kaufleute unterwegs sind. Und dann können wir auch positiven Beitrag zur Lösung dieser Probleme leisten. Ja, ich glaube, so sind wir alle, um es mal ein bisschen ernst aufzudrücken, tatsächlich auf ganz vielen Kanälen unterwegs. Ich weiß Sie von Flossbach auf mit vielen Leuten, mit Philipp Vorn dran und anderen, wir genauso. Ich habe ja Costolani gut gekannt und war ja mit dem schon unterwegs. Der war ja schon ein Kämpfer für die Aktie, die ja auch in früheren Zeiten, so über längere Zeiträume, schon immer die bessere Geldanlage war. Nur jetzt ist es halt noch viel dringender geworden. Es gab ja früher diesen Satz, mit Renten gut schlafen, mit Aktien gut leben, mit Renten gut schlafen geht überhaupt nicht mehr. Das sind vorprogrammierte Verluste, unumgängliche Verluste. Mit Aktien oder auch meinetwegen noch Sachwerten anderer Art, Beimischung Gold, durchaus nicht uninteressant. Dann auch zu so einem Aktienportfolio habe ich zumindest die Chance, wenn auch unter Schwankungen, die dann eben passieren, wenn es Krisen auf der Welt gibt, am Ende mein Vermögen real zu erhalten oder möglicherweise sogar noch zu vermehren. When you trade stocks, be like me. Trade with XTB. Also Aktien als Alternative, Immobilien auch schon schwierig, das haben wir gehört. Dezentrale Geldsysteme wie Kryptos könnten interessant sein. Ich wollte noch mal kurz zu den Aktien kommen. Jetzt haben wir ja eine Situation, dass die Inflation stark anzieht. Wir haben vorhin die Erzeugerpreise aus Deutschland plus 25%. Jetzt müssen ja die Unternehmen, wenn sie überleben wollen, im Grunde diese Kosten weitergeben, was die Inflation zunächst mal weiter nach oben schraubt. Aber es wird Unternehmen geben, die möglicherweise da nicht mitkommen, die das nicht können. Die können nicht vielleicht in vollem Umfang dann diese Preissteigerung, die sie selber haben, diese Inputkosten weitergeben. Und dann muss ich ja auch genau schauen, welche Bereiche da überhaupt noch gut laufen. Energie wäre sicherlich etwas, was ja jetzt schon seit 2022 super läuft. Finanzwerte vielleicht. Aber es besteht natürlich die Gefahr einer Shrinkflation, also einer nicht nur stagnierenden, sondern schrumpfenden Wirtschaft bei gleichzeitig eben weiter steigenden oder sehr hohen Inflation. Und das wird viele Unternehmen auch hart treffen. Und also es ist eine schwierige Situation, in der wir jetzt sind. Und wir hatten vorhin thematisiert, dieser Kontrollverlust der Notenbanken, der eigentlich greifbar ist, es hat sich vielleicht noch nicht so durchgesetzt jetzt an den Märkten, dass man das komplett realisiert. Deswegen brauchen wir Lösungen. Und Herr Mayer, Sie haben in Ihrem Buch das Inflationsgespenst. Dennis, vielleicht kannst du das mal kurz einblenden, dass wir das sehen, eine Weltgeschichte von Geld und Wert. Das bringt es auf den Punkt. Ich habe ein Rezensionsexemplar schon bekommen und lesen können. Und was faszinierend ist, ist eine Geschichte wirklich von Wert und von Geld, wo sehr komplexe Zusammenhänge sehr einfach dargestellt werden, ohne dass es unterkomplex wird. Das ist eine wirkliche Kunst. Und da haben Sie in diesem Buch eben auch ein Lösungsmodell entworfen, wie wir aus dieser Nummer vielleicht rauskommen können. Also das grundlegende Problem, das wir ja haben, ist, dass wir zu viele Schulden haben auflaufen lassen. Und jetzt dreht es sich ja darum, wieder einen festen Boden unter den Füßen zu bekommen, indem man diese Schulden reduziert. Und wir hatten ja schon darüber gesprochen, über die Inflation wird es wahrscheinlich kontrolliert nicht gehen. Man könnte sich dann andererseits vorstellen, dass man einen Schuldenschnitt macht. Das war in der Vergangenheit aber auch immer enorm schwierig und eigentlich nur dann möglich, wenn sie auch einen politischen Umbruch hatten. Man denke also an Währungsreformen. Untergang Nazi-Deutschlands und Währungsreform, Reichsmark, D-Mark. Wenn man aber weder durch Inflation das hinkriegt, zumindest nicht durch kontrollierte Inflation hinkriegt, und wenn man einen Schuldenschnitt über eine Währungsreform auch nicht wirklich durchführen kann, ohne dass es große Probleme gibt, müsste man sich überlegen, ob man nicht die Situation jetzt dadurch lösen könnte, dass man eine alte Idee aus den 30er Jahren, den sogenannten Chicago-Plan, ich erkläre gleich nochmal, was das bedeutet, aufgreift und verbindet mit der Digitalisierung des Zentralbankgelds. So, was war der Chicago-Plan? 1933 haben damals sehr prominente Ökonomen, unter anderem Irving Fisher, vorgeschlagen, dass man die Staatsanleihen auf der Zentralbankbilanz einfriert und das umlaufende Geld an diesen Deckungsstock koppelt.
Sie haben dann ein sogenanntes Vollgeld, das nur in dem Umfang vermehrt werden kann, wie die Zentralbank dann zusätzliche Staatsanleihen auf ihre Bilanz nimmt. Und das darf sich nicht darin orientieren, was der Staat gerade ausgeben will, sondern das muss sich darin orientieren, an der Notwendigkeit der Erhöhung des Geldumlaufs. So, dieser Chicago-Plan, den könnte man kombinieren mit der notwendigen Digitalisierung des Euros. Da arbeiten alle Zentralbanken dran, die EZB arbeitet auch dran. Man könnte jetzt aber hergehen und die jetzt schon auf der EZB-Bilanz aufgelaufenen Anleihen einfrieren als Deckungsstock für diesen digitalen Euro. Das wäre so eine Art Stablecoin, die man dann kreieren kann, die dann übertragen werden kann, entweder durch Distributed Ledger Technologie, also so wie Blockchain, Bitcoin oder zentral, je nachdem. Und man hätte dann praktisch die Währungsunion vollendet, denn die Währungsunion ist ja bisher nur eine Bargeldunion. Das Giralgeld ist ja privates Schuldgeld der Banken, das nur unter staatlicher Lizenz ausgegeben werden darf. Man hätte dann einen digitalen Euro, den man auch elektronisch übertragen kann, zusätzlich zu den Papierscheinen, die man den Menschen weitergeben kann. Und diesen digitalen Euro, den muss man dann, das wird unumgänglich sein, in Konkurrenz zu privaten Kryptowährungen laufen lassen. Wenn Sie aber diese Staatsanleihen auf der Bilanz der EZB einfrieren als Deckungsstock, nehmen Sie die aus dem Markt raus. Sie können damit einen ziemlich einmaligen, Betonung liegt auf einmalig, einmaligen Schuldenschnitt durchführen. Sie können die Staatsschuldenquote im Euroraum bis 1% des Bruttoinlandsprodukts herunterbringen. Wichtig ist aber, dass dann keine neuen Tunnels gebaut werden von den Staaten in die Bank hinein, in die Zentralbank hinein, zur Finanzierung neuer Ausgaben. Diesen Tunnel können Sie am besten dadurch zuschütten, dass Sie Währungskonkurrenz zulassen. Denn dann muss der Geldemittent aufpassen, dass sein Geld attraktiv bleibt und nicht den Wert verliert. Denn sonst geht der Nutzer davon. Also insofern ist das, was ich da vorschlage, vermutlich völlig unrealistisch. Aber ich denke, also unrealistisch in der Durchführung, denn die Politik wird sich nicht darauf einlassen, dazu fehlt der Mut. Aber es wäre eine Möglichkeit, die schon vorhandenen Probleme sozusagen, wir haben ja schon jede Menge Staatsanleihen auf der Bilanz der EZB, in eine Lösung einzubringen und gleichzeitig einen Schritt in eine digitale Welt zu tun. Finde ich ein sehr, sehr spannendes Modell. Ist natürlich jetzt ein bisschen komplizierter, als wenn Sie jetzt gesagt hätten, wir sollen zum Goldstandard zurück. Ich habe trotzdem, es ist ja so ein bisschen um die Ecke gedacht, dann doch wieder in einer Form von gedecktem Geld, wenn man so will, indem es dann eben diese privaten Währungen gibt, zu denen das Staatsgeld in Konkurrenz steht. Ich gehe aber auch erstmal nochmal einen Schritt zurück. Stellen Sie mal erstmal die Frage, wenn wir jetzt mal Ihre Idee ansonsten außen vor ließen und gehen nur hin und sagen, das, was an Staatsanleihen auf den Bilanzen der Notenbanken ist, schreddern wir, schreiben wir ab. Welchen Effekt hätte das? Dann würde das Eigenkapital der Zentralbank auf die rechte Seite, auf die linke Seite der Bilanz wandern. Und wir hätten praktisch eine Situation, wie sie damals entstand in der Reichsbank während der Hyperinflation. Das Vertrauen in das Geld wäre relativ schnell weg. Was ich jetzt da beschreibe in diesem Modell, das ich jetzt Ihnen vorgestellt habe, ist eigentlich den Ersatz des rollierenden Kreditstocks, des rollierenden Kreditbestands, der jetzt unser Geld stützt, ja, denn jedes Geld, Giralgeld, Bankengeld, ist ja gedeckt durch einen vergebenen Kredit. Wenn der zurückbezahlt wird, verschwindet das Geld und wird durch einen neuen Kredit wieder
erzeugt. Ja. Und was ich sage ist, statt dieses rollierenden Kredits an Private und an den Staat, machen wir einen festen Kreditbestand an den Staat, an den wir das Geld koppeln, was das Geld widerspiegelt. Also das ist keine grundlegende Veränderung des Kreditgelds, sondern es ist nur der Ersatz des rollierenden Kreditbestands durch einen festen Kreditbestand. Und dann aber, und das halte ich auch für wichtig, dann aber die Absicherung durch Geldkonkurrenz, dass der Staat sein Privileg der Geldemission nicht wieder missbraucht zur Erreichung politischer Ziele. Und das ist jetzt genau die Fragestellung. Also wir sind uns, Herr Mayer, ja vollkommen einig in der Bestandsaufnahme, was ist die letzten 30 Jahre so passiert, wo stehen wir heute? Das haben wir, glaube ich, ganz gut auch gezeigt, muss man nicht nochmal wiederholen. Die Fragestellung ist ja nur, was waren denn eigentlich die Fehler der letzten 30 Jahre? Es gibt ja ganz viele, die den Alan Greenspan an die Wand nageln dafür, dass er halt da diese lockere Geldpolitik gemacht hat. Nur, was sollte er denn machen in einer Zeit, wo die Globalisierung eben einen hohen deflatorischen Druck ausgeübt hat, eben durch sinkende Preise überall da, wo es um Güter ging, die in der Produktion immer günstiger wurden, durch Automatisierung, durch Einbeziehung der Billiglohnländer, Osteuropa, China in den Produktionsprozess. Er stand ja immer in jeder Krise an der Schwelle einer Deflation. Und da haben die Amerikaner ihre Lehren aus den 20er, 30er Jahren gezogen und sagen, da musst du Geld reingeben. Also ich bin etwas vorsichtig darin, den Greenspan zu verurteilen. Man hätte Krisen, die kamen, vielleicht etwas länger zulassen müssen, ein bisschen mehr wegsterben lassen müssen, was wirtschaftlich dann auch noch verträglich gewesen wäre, ohne Massenarbeitslosigkeit zu riskieren. Und damit hätte man dann immer durch ein paar Pleiten die Schulden auch mal wieder stückweise abgebaut. Man ist wahrscheinlich zu schnell hingegangen und hat immer gesagt, so und noch mehr Kredit, damit wir ganz schnell aus der Rezession rauskommen. Sonst, glaube ich, ist die Kritik eine relativ schwierige dran. Und ja, ich sehe eben auch, wir stehen vor einer Zeit höherer Inflationsraten ohne Ausgleich durch höhere Zinsen. Und das ist für die Sparer, die in Geldwerten sind, auch sicherlich ein Drama. Aber ich halte dieses System, was wir haben und was, ich sage mal, seit dem Zweiten Weltkrieg so schlecht ja nicht funktioniert hat. Selbst die eher schlechten 70er Jahre mit den hohen Inflationsraten waren ja nicht dramatisch schlimm. Ich glaube, dass dieses System eigentlich gar nicht schlecht ist. Dieses System von, ich habe Ihr Buch also nicht komplett durchgelesen, aber so hoffe ich die Stellen gefunden, die relevant sind. Ich glaube, dass dieses Atmen, ja, dieses, ja, es gibt mehr Kredit, es gibt die große Champagnerlaune und dann aber natürlich auch, also Boom und Bust, aber natürlich auch den Bust hinterher, dass das so schlecht gar nicht ist, weil in dem Moment, wo viel Geld kommt, entwickelt sich ja auch wahnsinnig viel. Ja, wenn wir mal, gehen wir mal zurück ins Jahr 2000, diesen großen Technologieboom. Ja, das haben wir heute im Grunde ja wieder, aber da kennen wir die Geschichte schon besser. Das ist ein Riesenboom gewesen. Die Unternehmen haben unheimlich viel Geld gekriegt und dann ist vieles auch wieder zusammengebrochen, aber ganz vieles wie die großen Tech-Riesen. Amazon hat es ja damals schon gegeben beispielsweise, Apple kam dann auch wieder. Die sind ja geblieben, all das, was die entwickelt haben. Und wenn ich hingehe und das alles immer begrenze, weil ich sage, ich muss ja mit meinem Geldmengenwachstum irgendwie unter Kontrolle bleiben, damit das Geld nicht weniger wert wird, dann glaube ich, wird solche Entwicklungen gar nicht geben, weil das Geld fehlt. Und da sehe ich eben dann schon bei Ihrem System schon ein bisschen den Vergleich zum Goldstandard. Denn in dem Moment, wo ich private Währung als Konkurrenz habe, sind die Staaten oder auch die Notenbanken oder die Notenbank dann gehemmt, noch mehr Geld auszugeben in der Krise, weil sie Angst haben, dann flüchten die Leute eben in dieses Ersatzgeld. Und das nimmt eben Steuerungsmöglichkeiten, um Konjunktur anzukurbeln. Und die Krise der 30er Jahre, also die große Deflation in den USA, ist beendet worden dadurch, dass man den Dollar vom Gold losgerissen hat und die Geldmenge wieder erhöhen konnte, was man vorher nicht konnte, weil Amerika eben unter Devisenabflüssen litt. Und das Ganze... Ich muss hier zwei Punkten korrigieren, Herr Risse. Erstens entstand die erste und zweite industrielle Revolution im 19. Jahrhundert in einem Goldstandard. Das Geld hatte dort nicht eben die Innovation verhindert, das nicht beliebig vermehrbare Geld. Zweitens, die Depression, die nach dem Aktienmarktcrash entstand,
wurde herbeigeführt durch eine zu lockere Geldpolitik der frisch gebackenen Federal Reserve, die nach den 20er Jahren, nach dem Ersten Weltkrieg, das war ihre erste sozusagen ihr Gesellenstück, die Zinsen so niedrig hielt. Dann gab es diesen Crash. Also das heißt, das war ein vom System her, vom Geldwesen her hervorgerufener Crash. Und dann sind die USA auch nicht vom Gold abgegangen, sondern Roosevelt hat 1934 den Dollar gegenüber Gold abgewertet. Die 35 Dollar pro Unze Gold, die gab es dann bis 1971. Der Dollar hing am Gold und die Nachkriegszeit war ein indirekter Goldstandard, weil die anderen Währungen am Dollar hingen. Und erst 1971 hat Richard Nixon dann dieses Fiat-Kreditgeldsystem erzeugt. Das ist also gerade mal 50 Jahre alt. Hatte schon Anfang der 80er Jahre hatte schon einen Herzinfarkt, den es gerade mal überlebt hat. Und ich glaube, dass es diese Zeit, die wir jetzt vor uns haben, dass es da am Ende nicht mehr herauskommt. Ich verstehe Ihr Argument, das ist im Grunde genommen das Schumpeter-Argument, dass wir mehr Kredit brauchen, dass die Innovationen funktionieren und das Kreditgeldsystem es erlaubt, das Geld aus dem Nichts dem Innovator zur Verfügung zu stellen. Das ist Schumpeter-Argument. Ich glaube aber, dass das durch die Entwicklung im 19. Jahrhundert, durch die industrielle Revolution widerlegt wurde. Ja, das glaube ich eben nicht. Weil natürlich kann das funktionieren unter dem Goldstandard, es muss aber nicht in Krisensituationen funktionieren. Und es war dann eben schon ganz entscheidend, diese Abwertung des Dollars gegenüber dem Gold, das Amerika aus dieser Krise herausgefunden hat. Und ich glaube einfach, in dem Moment, wo ich Rezessionen habe und dann meine Geldmenge nicht erhöhen kann. Herr Risse, neue Technologiefirmen finanzieren Sie nicht über Bankkredite, sondern über Aktienemissionen. Insofern spielt die Kreditvergabe der Banken für Innovation eine marginale Rolle. Die Banken finanzieren vorzugsweise bestehende Unternehmen und Häuserbauer. Ja, aber, na, aber insofern halte ich eigentlich ja, dieses Schumpeter-Argument nicht ja, für valide. Aber es ist natürlich so, wenn die Zinsen hoch sind und Bankanlagen für mich attraktiver, dann finanziere ich eher nicht eine Aktiengesellschaft. Wenn ich aber auf der Bank nichts kriege, das ist ja die Diskussion, die wir jetzt haben, dann gebe ich es eher der Aktiengesellschaft. Insofern habe ich indirekt natürlich schon eine Verbindung dahin, ob das Geld eben dann in Aktien fließt oder ob es möglicherweise eben festgehalten wird auf Konten, weil die Zinsen dementsprechend attraktiv sind. Denn worauf ich hinaus will, ist eigentlich Folgendes. Die Fragestellung, worauf muss alle Wirtschaftspolitik am Ende eigentlich abzielen, ist meiner Ansicht nach, es muss sich alles einer Fragestellung unterordnen, nämlich dem sozialen Frieden. Wenn ich in eine Situation hineinkomme, wo ich durch gewisse Umstände schwere rezessive Tendenzen habe, Massenarbeitslosigkeit droht, all das, was wir in der Weimarer Republik gesehen haben, dann unter Brüning und Luther, und das ist ja nicht nur meine Analyse, das ist die Analyse vieler Ökonomen. Also diese zerstörerische Sparpolitik in der Weimarer Republik hat am Ende ins dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte geführt. Und deswegen halte ich es für gefährlich, dass Zentralbanken nicht in der Lage sind, die Geldmenge zu erhöhen, wann immer sie es wollen, weil sie es für nötig befinden. Und jetzt mache ich noch, Markus, weil du das angesprochen hattest, auch den Schwenk zur Modern Monetary Theory. Ich stelle mir aber auch die Frage, muss neues Geld eben immer nur entstehen durch neuen Kredit oder kann man dieser Modern Monetary Theory was abgewinnen, wo zwar die Staaten sich auch das Geld leihen, aber zu einem Nullzins und wahrscheinlich auf ewig prolongiert, was so insofern geschenktes Geld ist. Sofern, und das ist das Entscheidende, und selbst ein Ray Dalio ist ja jemand, der Modern Monetary Theory durchaus was übrig hat. Ich würde auch das gesamte Geldsystem nicht von heute auf morgen drauf umstellen, aber dass die Wirtschaft zusätzlich Geld bekommt über diesen Mechanismus, aber eben natürlich nicht eine Regierung, sondern eben ein Gremium aus sicherlich der amtierenden Regierung, aber der Notenbank und anderen
gesellschaftlich relevanten Gruppen darüber entscheidet, wie viel Geld im Wege der Modern Monetary Theorie auf den Markt kommt und dann nicht für konsumtive Zwecke, wie jetzt in der Corona-Pandemie mit dem Helikoptergeld, sondern für investive Zwecke ausgegeben hat. Also für mich hat die Idee durchaus Charme, aber natürlich die Gefahren sind da, dass es politisch missbraucht wird. Das sehe ich aber bei dem Vorschlag Ihres Systems im Grunde auch. In dem Moment, wo es schwierig wird, können die Notenbanken dann eben doch, also können die Staaten doch den Tunnel zur Notenbank graben und das private Kryptogeld wird dann einfach verboten und dann haben Sie die Situation wieder. Das heißt, die Politik kann jedes System am Ende aushöhlen, meiner Meinung nach. Ja, du hast den Punkt genannt, sozialer Frieden, und da sind wir wieder bei Ihnen, Herr Mayer. Letztendlich ist es ja immer ein Zuschütten, indem man letztendlich bestimmte Veränderungsprozesse nicht zulässt, weil man keinem wehtun will, mit der Folge, dass die Wirtschaft sich nicht wirklich entwickelt, sodass wir dann immer mehr zuschütten müssen. Da drehen wir uns immer im Kreise und wir kommen aus diesem Kreis Boom und Bust nicht raus. Das ist eben das, was Herr Mayer, glaube ich, richtig sagt mit diesem Fiat-Kreditgeldsystem, das per se Boom und Bust beinhaltet. Das ist ja auch der Titel unseres Formats hier, Boom und Bust. Und wenn wir so weitermachen, dann schütten wir immer zu des sozialen Friedenswillens. Aber es ist wie bei einem menschlichen Organismus. Ich kann nicht immer Symptome mit Schmerztabletten behandeln, sondern ich muss an die Ursache rangehen. Sonst werde ich diese Krankheit, die vielleicht da ist, nicht überwinden können, nicht heilen können. Und das Problem ist, wir wollen den Schmerz nicht auf uns nehmen. Ja, das ist doch genau, was du meintest mit sozialer Frieden, Stefan. Wir wollen diesen Schmerz nicht ertragen. Wir müssen aber Schmerz ertragen, damit wir uns wieder auch ein Stück weit heilen können. Sonst werden wir immer wieder in dieser Spirale Boom, Bust, Boom, Bust. Ja, aber Markus, die Sparer haben ja den Schmerz schon. Also selbst bei den Inflationsraten noch von 2%. Wir haben ja schon seit länger dieses Nullzins-Szenario, zumindest in Europa. Die Sparer, die wird es treffen, die hat es ja eben immer getroffen. Nur es darf die Arbeitnehmer nicht in breiter Masse treffen. Das ist viel wichtiger. Die Arbeitnehmer sind eh privilegiert. Die haben jetzt Kurzarbeitergeld bekommen etc. Ja, die Selbstständigen, der Mittelstand, das sind diejenigen, die Tag und Nacht arbeiten. Ich glaube, da sehen Sie ähnlich, Herr Mayer, dass wir da eigentlich das große Problem sehen. Ja, also wenn ich mir in meinem Buch die Geldgeschichte anschaue, dann komme ich zu dem Schluss, dass die Geschichte des Geldes eine Geschichte seiner Krisen ist. Diese Krisen traten vor allem dadurch auf, dass der Staat das Geld zu politischen Zwecken einsetzte und nicht als Mittel für den Tausch und zur Wertaufbewahrung seiner Bürger zuließ. Und deshalb denke ich, dass wenn wir ein stabiles Geldsystem haben in der Zukunft, dann brauchen wir unpolitisches Geld. Und das geschieht meines Erachtens am besten, indem wir dem Staat nicht das Geldmonopol geben, sondern indem wir den Staat mit privaten Geldemittenten konkurrieren lassen. Eine interessante Diskussion geht zu Ende. Ich denke, wir haben hier Dinge besprochen, die uns die nächsten Jahre beschäftigen werden. Uns ist allen klar wahrscheinlich, dass wir einen Gamechanger haben von deflationären Zeitläufen, Globalisierung hin zu einer Deglobalisierung mit Inflation, mit grüner Wende etc. Das wird bedeuten, dass wir hier in schweres Fahrwasser geraten. Wir haben versucht, dieses Fahrwasser ein bisschen zu analysieren. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Thomas Mayer. Es war uns eine große Ehre. Ich kann nur noch mal, Dennis, wenn du es noch mal reinblendest, das Inflationsgespenst, eine Weltgeschichte von Geld und Wert, dringend empfehlen. Wir packen dann auch einen Link unter das Video. Ihr könnt also auf YouTube das direkt dann bestellen. Stefan, ich danke dafür, dass du bei dieser spannenden Diskussion teilgenommen hast. Und natürlich, Dennis, wir hatten im Vorfeld ein paar technische Probleme, die aber angesichts der Probleme, auf die wir jetzt zusteuern, wahrscheinlich insgesamt eher klein erscheinen. Ich danke euch allen fürs Zuschauen. Ganz herzlichen Dank. Servus und ciao. Successful Manager, Smart Investor, Nice Guy. Who do you want to be? You want to have the knowledge and intuition that always gives you the advantage. To feel the emotions, the excitement, because in the end, you see your strategy is working. Do you want to be like me? You can when you trade with XTB.